Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier rübergesegelt, ne, mit den Griechen und ja, wollen uns jetzt hier wieder aufbauen. Wir hatten beim letzten Mal einen kleinen Fail da drin gehabt und ja, ich bin nämlich beim letzten Mal hier mit den Einheiten direkt hingegangen, aber dann wurde unser Pelops wurde dann getötet. Und deshalb, ja, wir brauchen Holz. Und, ja, genau, Leute, hier bin ich wieder. Ich nehme es wieder mal an einem Samstag auf. Also, direkt, ja, kurz vor Upload. Und ich habe allerdings eine Sache festgestellt beim letzten Mal. Und zwar, die Musik war ein bisschen leise. Die mache ich mal minimal lauter, damit ihr die auch hört. So, das müsste passen soweit. Und ja, ich brauche jetzt hier weiter Bürger. Der Shortcut dafür ist C, Leute. Und ja, wir wollten ja beim letzten Mal hier die Dorfzentren hier platt machen, ne? Genau, die sind schon in der, die sind noch in der Steinzeit, sehr interessant. Und ja, am besten baue ich dafür jetzt erstmal ein paar Samsons. Aber für die Samsons brauche ich ja bekanntlicherweise eine Kaserne. Genau, du hilfst mir direkt mal mit da. Und ja, wir wollten uns Steinvorkommen sichern. Ne? Wir wissen vom letzten Mal, hier waren Steinvorkommen, Leute. Gut, ja, wir haben Bevölkerungslimit 56 von 55. Das ist verdammt interessant. Deswegen kommen sie auch hier nicht raus, ich verstehe. Alles klar, Leute. Gut, dann würde ich sagen, bring mal das Holz rein. Und ja, Leute, heute fängt ja die Bundesliga wieder an, ne? Ja, in Zeiten von Corona ist Deutschland mal wieder der Vorreiter, was Fußball angeht. Und den Sport generell. Also ich habe irgendwie gelesen, dass, ja, die ganze Welt sich das anguckt hier, wie wir das hinkriegen mit unserem Fußball. Und, ja, mein Verein spielt direkt im Revierderby, Leute. Und das wird verdammt interessant werden. Ohne Zuschauer und alles. Naja, gut. Leute. Genau, und wir wollten als nächstes, glaube ich, was wollten wir machen? Genau, wir wollten Samsons ausbilden, die wir allerdings nicht ausbilden können, wegen Bevölkerungslimit. Gut, dann müssen wir es nochmal angehen. Dann lasse ich allerdings den König, den lasse ich mal hier. Und dann hoffe ich mal, Moment, speichern. Dann hoffe ich mal, dass uns keiner angreift. So, während wir da sind, weil das wäre schon echt blöd. Gut, Leute, wir haben Stoma. Und ja, da würde ich mal sagen, die Söhne des Pelops gehen vor und töten mal hier die ganzen Reiter von denen. Die Archäer, genau, Leute. Gut, wir können auch hier Steuerung gedrückt halten und in die Richtung dann... Oh Gott, ein Sohn ist tot, Leute. Ich halte doch nicht so viel aus, ne? So, dann... Ah, das ist blöd gelaufen gerade, muss ich ganz... Okay, Leute, das muss ich leider nochmal laden. Warum ist das denn so blöd gelaufen gerade? Das verstehe ich jetzt nicht. Warum ist das so doof gelaufen, tatsächlich? Da muss ich die Einheiten... Moment, wir haben wieder Bonis. Nö, Restpunkte 1, okay. Warum ist das so blöd gelaufen? Das ist sehr interessant. So, dann muss ich die, glaube ich, nacheinander rauslocken hier. Na? So. Die Bogenschützen vor allem. Nicht ins Feuer laufen lassen hier. Ja, das ist ja ganz schön. So, dann kommt ihr mal nacheinander her hier. Alle auf einen erstmal. Mal gucken, ob ich das überhaupt schaffe ohne den König, ja? Es sieht nämlich schlecht aus, tatsächlich. Und wir brauchen die Steine fürs Krankenhaus. Die halten auch verdammt viel aus, die Reiter, ne? Das ist irgendwie... Oh, ich liebe ja diesen Soundtrack, ne? Aber nee, das hilft nichts. Wir brauchen mehr Einheiten, Leute. Ich habe jetzt nur noch... Der letzte Sohn ja. Ist nicht mehr. Okay. Das Königsgeschlecht von Argos ist zu Ende.
Wir haben es. Bemühungen waren vergeben. Okay, wir verlieren es dann, wenn wir die Söhne verlieren. Alles klar. Gut. Meine Güte, das geht ja jetzt schon mal direkt schwierig los. Also das war doch beim letzten Mal einfacher. Ob das alles ausmacht, wenn ich den König mitnehme, weiß ich jetzt nicht. Gut, dann muss ich auf jeden Fall mal ein paar Bürger killen. Es tut mir leid, aber ich brauche Einheiten. Ich brauche hier diese Speerträger, Leute. Es tut mir leid, wenn ich euch dann dafür opfern muss. Aber ich habe zu viele Bürger. Das ist schon brutal. Aber gut, was soll ich machen? Das ist... Ich brauche Speerträger. Einiges an Speerträgern und am besten noch einen Samson. Für gleich das Gebäude, ja. Hoth, genau. Hoth ist ein Planet in Star Wars. Gut. Wir müssen uns also besser vorbereiten. Ich verstehe schon. Aber Moment, die kann man ja upgraden, ne? Ich bin auch ein Vollhorst. Die kann man doch upgraden. Warum mache ich das denn nicht? So, wir haben ja Schlageinheiten, ne? Gut, dann machen wir das. Und hier die Söhne des Pelops. Machen wir, dass die ein bisschen mehr aushalten und ein bisschen mehr Schaden verteilen. So, gut. Ansonsten Speerträger, Bogenschützen, Streitkolbenträger. Lass die auch mal ein bisschen mehr Schaden machen. Woran hapert's denn? Ach, an dem Holz wieder. Okay, gut. Gut, dann würde ich sagen, wenn die Upgrades fertig sind, probiere ich das nochmal. ja, das finde ich nicht erstaunlich, dass das hier so blöd funktioniert. So, wir haben 160 Holz. Stichpfeil, diese... Ach, diese Pferde, diese Reiter waren, glaube ich, Schlageinheiten, ne? So, dann warte ich noch ein bisschen, bis die sich fertig geupgradet haben. Und dann würde ich sagen, gehe ich nochmal los hier. Gut, Leute, das würde ich am besten nochmal speichern kurz. Unser erster Kampf direkt schon wieder so was Schweres. Mensch, 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 Empire Earth. Also schon, ja. Gut. Mach den Bürger kaputt. So, genau, da kommt einer direkt. Wir werden angegriffen. So, seht ihr das? Durch unsere Upgrades sind die Reiter kein Problem mehr. So, da ist noch einer von denen. Na, komm. Haut ruf da. So, da ist noch einer. So, seht ihr das? Die Reiter sind kein Problem mehr. Da wir unsere Einheiten jetzt geupgradet haben, was ich vorher halt nicht gemacht habe. Ja, das ist... Der hat aber auch viele Reiter, ne? Das ist... So. Schaut mal, wie viel Schaden die Speerträger machen. Das ist schon heftig, ja? So. So, seht ihr das? Das war jetzt kein Problem. Das heißt, der Samson, komm her. Und... Komm, das schafft ihr. Genau. Und hier drauf da, los. Samson auch hier drauf. Los. So, wir müssen das kaputt machen, weil wie ihr seht, hier sind unsere wertvollen Steine, Mensch. Was macht der denn da? Hey! Blöd, Mann. So. So, alles klar, dann. Ah, der baut Reiter, ne? Das ist... So. Mach den kaputt. Los. Mach den Bürger auch. Der will reparieren, Leute. Schaut mal, der will reparieren. Aber das kannst du vergessen. So, wir haben jetzt einen Samson. Samson dabei. So. Der baut nach wie vor Reiter auf. Kriegen wir aber hin. So. Der Samson kann bitte... Wo ist der Samson? Da oben ist er. Hier. Gib mir den Samson. So. Oh, da kommen noch mehr. Da kommen noch mehr. Der will natürlich auf meine Bogenschützen. Ist klar, ne? Feiges Schwein. So. Gut, wir müssen auf seine... Wir müssen auf die Söhne des Pelops aufpassen, Leute. So. Dann macht das kaputt. Endlich mal hier. So, mit den Samsons geht das Ganze doch schon viel schneller. Ey, wie viele Einheiten der hat, ne? Das ist unfassbar. So, der Bürger, weg mit dem. Wir müssen endlich dieses Dorfzentrum kaputt machen. Leute. So. Gleich haben wir's. Gleich haben wir's. Sehr gut. Dies Dorf ist keine Gefahr mehr für das Volk von Danos. Gut. Sehr, sehr gut, Leute. Dann würde ich mal sagen... Baubürger. 6 Stück? Nein, 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 lass das.
Lasst es. Gut. Wir haben jetzt 6 Punkte. Da wir das erste Dorf zerstört haben, würde ich mal sagen. Wir brauchen Steine, Leute. Wir brauchen ganz dringend die Steine. Steingewinnung. Und wo ist es denn hier? 20... 9! Ach du Kacke. Ja gut. Dann mache ich, würde ich sagen, mache ich einfach die Türme stärker. Mach mal hier... Moment. Bauzeit sinken. Plus 20% Angriff. So. Dann kriegen wir einfach mal stärkere Türme. Und wir können jetzt hier unsere Siedlung aufbauen, Leute. Hier oben unsere Siedlung. Weißt du was, das der Samson, der kann mal hier die Häuser kaputt machen. So. Ja. Die anderen, die können direkt mal hier Steine sammeln. So. Seht ihr das, wie schnell die Gebäude kaputt gehen mit dem Samson? Das ist wirklich höchst effizient, das Ding. Schaut euch das mal an. Mit dem Baumstumpf gegen den Steinhaus. Und das geht so schnell kaputt, das ist unglaublich. Naja, gut. Ja gut, alles klar. Hart wie Stahl, sage ich dazu nur, ne? Alles klar. Cool. Dann... So, haben wir jetzt wieder hier noch die 3 Bürger. Gehen direkt zum Stein. So. Eins... Brauchen wir noch 2 Stück? Genau, hier zerstörungswütiger Samson hier. Und ja, Leute, wie gesagt, ja. Bundesliga geht wieder los. Sagt mal eure Meinung, was ihr davon haltet. Ich finde es suboptimal, muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Aber gut. Ja, es ist halt so. Es ist halt so in unserer Kultur verankert, ne, der Fußball. Deshalb, ja. Ist es nicht zu ändern, Leute. Gut, wir können gleich ein Krankenhaus bauen. Ich fürchte aber, dass hier ein Angriff kommt, oder? Moment, wir haben ja hier noch die Schiffe. Können wir die hier... Zerstören sie ein Feind? Ich muss nur noch eins kaputt machen. Deren Ernst? Was machst du denn? Bleib mal hier, ich brauch dich hier. Ah, das ist aber gar keine schlechte Idee, Leute. Ich würde mal sagen, bauen wir hier noch 2 Bürger hin und dann baue ich mal Spürhunde, Leute. Stimmt, die wollte ich aber letzten Mal auch schon aufbauen, ne? Spürhunde. Genau, die können mal so ein bisschen die Karte für uns erforschen. So, der Samson ist da. Bringt mal die Steine rein. Los. So, Leute. Gut. Ich habe keinen freien Bürger mehr, ne? Momentan. Untätiger Bürger? Nein. Ja gut. Gut. Hallo, hallo Hündchen. Schaut mal hier, die sehen so aus wie so solche Schäferhunde tatsächlich, ne? Schaut mal. Cool. Mein Aufklärungstrupp hier. Dann schicke ich euch mal los. Erkunden, Leute. Die laufen jetzt hier quer über die Map. Und erkunden für uns das, was hier so gebacken ist. Ist eigentlich ganz cool. Gut, wie kriegen wir denn nochmal mehr Bevölkerungslimit? Ich glaube, der Schlüssel zu allem ist das Krankenhaus. Na gut, da würde ich mal sagen, bau mal ein Krankenhaus auf endlich. So, dafür brauchen wir nämlich die Steine. Und ja, du kannst direkt helfen hier. Ich hoffe, wir haben jetzt erstmal genug Holz. Du auch helfen. Du kannst weitergehen. Gut, der Pelov steht hier allein und verlassen. Das ist, ja, ist in Ordnung. gut, ich würde mal sagen, ich verteidige mich hier. Das heißt, oh, 175 Steine, das ist schon... So, schaut mal hier, das Krankenhaus, das hat nämlich auch hier so ein paar Bonis für uns. Erstmal klar, Einheiten heilen, ne? Die heilen sich. Und wir können hier plus 3 zu Angriffen von Bürgern. Und Trefferpunkterhöhung. Das ist schon cool, muss ich sagen. Gut, ihr bringt jetzt mal bitte die Steine rein, ja? So. Ich möchte nämlich Verteidigungstürme aufbauen. Ich fühle mich hier nicht sicher. Leute. So. Verteidigungsturm. Sehr gut. Der schmeißt nämlich Steine auf die Gegner, wenn da welche kommen. Und ja, schaut mal hier. Die Hunde, die laufen quer über die Map. Das ist... Ja.
Das ist ganz cool eigentlich. Die klären die Map auf. Was machst du denn schon wieder? Bleib doch mal da, Mensch. Wir werden angegriffen. Was? Seeeinheiten? Und Kriegsflöße, ach wie süß. Ja, ja, Kriegsflöße, Leute. Gut, Leute. Nächster. Aber Moment mal, können wir nicht hier nochmal ein bisschen erforschen? Vielleicht können wir ja hier reinfahren, ne? Mit den Seeeinheiten. Ah, schaut mal hier, der hat auch Verteidigungstürme da. Nicht schlecht, Kollege. Okay, die Hunde, die laufen weiter hier durch die Gegend. Das ist, ja. So, der Verteidigungsturm steht. Leute, sehr, sehr gut. Da würde ich sagen, wenn die Herren sich denn mal erübrigen würden und hier die Steine mal reinbringen, würde ich sagen, erhöhen wir mal die Reichweite. Oh! Oh! Okay. Da sind noch lilane Minoa. Ach, die, die uns da am Anfang, ja, vertrieben haben, ne? Dann würde ich mal sagen, jo, mach die mal kaputt hier. Schöne Seeschlacht hier. Können wir auch das Bevölkerungslimit mal ein bisschen erhöhen hier. Oh, Autosave. So, Leute, das haben wir erledigt. Wir können mehr Bürger bauen. Würde ich sagen, mache ich das mal. Und, ja. Brauchen dann auch früher oder später mehr Militäreinheiten. Allerdings, ja. Noch nicht, weil ich möchte mich erstmal verteidigen. Gut. Ja, die Steine, die sind... Moment, die Transportflüsse, die brauche ich ja nicht mehr, ne? Da können wir doch auch Bevölkerungslimit kriegen, ne? Ganz richtig, ja, genau. Leute, die Flöße, die brauche ich nicht mehr. Ja, wir können tatsächlich hier reinfahren. Und dann hier drauf schießen. Das ist cool. Das ist cool, Leute. Wir werden angegriffen. Ah, unser Hund hier. Der Hund ist tot. Was bist du denn für ein Tiermörder? Mensch. Du Scheusal. Wirklich. Alles klar. Gut, Leute. Ich möchte mal ein bisschen vorankommen jetzt hier in der Mission. Deswegen Bauverteidigung. Und? Was haben wir hier unten noch? Schiffe. Wieder Minoa. Oh Gott. Unsere Schiffe gehen hier kaputt, glaube ich. Die haben was drauf, die Minoa. Ja, ja, die haben schon was drauf. Das wird nicht gut gehen, nein. Das wird nicht gut gehen mit dem Schiff. Okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, haben die einen guten Dienst getan hier. Und dann kann ich weitere Einheiten bauen, ne? Die sich dann quasi direkt hier sammeln können. Gut, Leute. Speerträger, Streitkolbenträger und vier Bogenschützen. Das passt ziemlich genau mit dem Bevölkerungslimit. Und ja, wir sehen die Karte. Sehr, sehr realitätsgetreu, weil... Ja, hier ist Athen, wo wir hier sind. Und hier unten ist irgendwo Patras, glaube ich. Das soll Griechenland darstellen hier. Und wir sind von Kreta gekommen. Sehr interessant gemacht auf jeden Fall. Und ja, wenn die Herren mal wieder die Steine reinbringen, verteidige ich mich mal weiter hier. Weil ich will hier nicht überrascht werden, Leute, von irgendwelchen Gegnerattacken. Nein, nein, nein. Gut, König Pelops, du bist geheilt. Seht... Aha, seht ihr das da? Da kommen sie nämlich schon. Da kommen sie nämlich schon, die Achäer. Los hier, ruf da. Mach die kaputt. Aber wo kommen die her, die Gelben? Ah, die Gelben, die haben oben links noch eine Basis, ne? Ah, ich hätte meine Einheiten heilen sollen, ich merk's schon. Gut, dann mach die kaputt. Sehr, sehr gut. Geht euch mal heilen, bitte. Liebe Militäreinheiten. Ich brauche voll geheilte Einheiten für den finalen Schlag. Und zwar nicht auf die Gelben hier oben, die nerven nämlich. Sondern hier unten auf die Steinzeitmenschen hier. Aber Moment. Wir werden angegriffen. Wow. Genau das wusste ich. Wo denn? Da kam er nämlich wieder angeschissen. Ihr habt da gesehen, ne? Gut, ich brauche hier noch eine Verteidigung.
noch ein Verteidigungsturm, Leute. Bringt ihr mal bitte den Stein rein. So. Meine Güte, immer diese ineffizienten Arbeiter hier. Nee, 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 nee. So, heiteren Turm aufbauen. Gut, die heilen sich. Ich brauche jede verfügbare Einheit hier, wirklich. So. Halt ihr euch mal bitte voll. Zum Glück haben wir endlich das Krankenhaus, Leute. Weil das Krankenhaus ist so wichtig hier. Wirklich. So, wir haben noch zwei Einheiten. Gut, dann machen wir Speerträger, oder? Ein Speerträger, ein Samson. Gut. Dann sind wir nämlich wieder voll mit dem Einheitenlimit. Da können wir eigentlich die nutzen, um mehr Nahrung... Oh, schaut euch das mal an. Die Nahrungsmittel, Leute. Unsere Ressourcen sind echt... Respekt. Also, nicht schlecht, die Ressourcen hier, ja. Gut, dann schicke ich euch einfach zum Holz. Anstatt, dass ich euch wieder töte hier. Gut. Dann sind alle geheilt. Können wir mal hier hin? Lasst ihn doch, Mensch. Gut. Ihr bringt die Steine rein. Und dann kann ich schon fast den nächsten Turm wieder aufbauen. Und ihr macht mal bitte Stellung halten verhalten. Moment, wo... Wo war das denn? Ah ne, das war ein Bürger. Da ist noch ein Bürger dabei, deshalb... Hier, nicht rumlaufen, sondern Stellung halten, Leute. So, dann würde ich mal sagen... Da sind nur fünf. Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Gut. Dann baue hier noch einen Turm hin. Dann sollte das hier verteidigt sein. Dann nehme ich mir gleich diesen Trupp hier. Werde es nochmal speichern. Moment, was ist denn hier Team 2? Das kann weg. Und ja, dann würde ich sagen, marschiere ich mal hier runter. Wenn der Turm steht, würde ich sagen, schicke ich diese vier Bürger. Moment. Doch. Das hier können wir zu einem... das hier können wir zu einem Stadtzentrum machen. Zu einem Kapitol machen, Leute. Genau, da würde ich sagen. Wenn wir sechs Bürger bauen und den Sammelpunkt hier direkt aufs Gebäude stellen, dann, ja, siedeln die sich direkt an hier. Schaut mal da. Die bevölkern das direkt. 10 von 15. Und wenn wir hier das Kapitol haben, dann wird der Profit, ja, sagen wir mal, erhöht. Genau. Genau, Leute, in dieser Folge sollten wir die zweite Mission schaffen. Hat ja dann auch gar nicht lange gedauert, ne? 1,5 Stunden. Ja, das ist... Die Missionen hier bei M5F sind wirklich lang. Muss man sagen. Oh, ich liebe diesen Soundtrack, Leute. So Zweiter Weltkrieg mäßig. Hört mal, schaut mal. So richtig schön militärisch hier mit Panzereinheiten, kann man sich das darunter vorstellen. Richtig gut, die Musik hier. Ja doch. Richtig gut. Aber wo kriege ich denn mehr Bevölkerung? Ich glaube, ich baue noch ein paar Einheiten, Leute. Ich werde die brauchen. Gut. Noch ein paar Bogenschützen. Wir müssen ja nur das Stadtzentrum vernichten, ne? Gut, wir haben hier, obwohl die in der Steinzeit sind, haben die Kupferzeittürme. Das ist irgendwie lustig. Aber gut, das muss ja nicht mehr aktuell sein hier, ne? Der Nebel des Krieges, der ist ja da, aber der muss ja nicht aktuell sein. Also das, was hier ist, es kann auch veraltet sein. Boah, diese Musik, hört mal. Ich liebe diese Musik. Richtig schön brutal. Oh, und wir haben hier unser Kapitol. Leute, das heißt, die bringen mehr Ertrag rein. Sehr, sehr gut. Habe ich hier einen untätigen Bürger? Nein, habe ich nicht. Okay, dann würde ich mal sagen, Leute. F10 war das. F10 und dann Spiel speichern unter Griechen. Und dann würde ich sagen, ja, gehen wir mal los. Dann können wir vielleicht schon in die nächste Mission reinschnuppern in dieser Folge. Wer weiß.
ist klar. Dann gehen wir jetzt mit allem, was wir haben, los. Moment, 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 bevor wir da losgehen. Bau mal bitte hier noch einen Verteidigungsturm auf. Zwei Türme reichen hier nicht. Und am besten noch einen hier noch hin. So, richtig schön einmauern hier. Gut, Leute. Und der kann da mal den anderen Turm aufbauen. Weil wir haben genug Holz. Oh, schön zu dieser Musik jetzt hier marschieren, Leute. Sehr, sehr gut. Auch wenn das jetzt nicht so ganz passt mit diesen Steinzeiteinheiten, aber... Und ihr habt gehört, die Musik ändert sich. So, wir haben Samsons dabei. Oh, heilige, ach du heilige. Ja gut, dann macht die mal kaputt. Los. Dann, ihr schafft das schon, ne? Ihr schafft das schon, ja. Sehr gut. Die sind alle kaputt. Sehr, sehr gut. Die Archäer, ne? Die haben hier überall... Ich dachte schon, das wäre ein gegnerischer. Die haben es auf meinen König abgesehen, ne? Der hat schon wieder nur die Hälfte Leben. Gut. Druff da, Attacke. Los. Wir werden angegriffen. Los da, los. Da seht ihr das? Das muss nicht aktuell sein, was wir hier auf der Karte sehen. Und ihr sollt mal bitte hier mit auf den Turm schießen. Mensch. So, damit der Turm kaputt geht. Erstmal eine Runde kotzen, ja, das ist schon ganz gut. So, dann macht ihr mal alle kaputt hier, los. Macht mal aggressiven Marsch. Us, okay. So, macht mal die ganzen Bürger hier kaputt. Die gehen kaputt. Wo ist mein König? Da ist mein König. Alles klar. Dann würde ich sagen, ja. Geht mal, macht mal hier drauf und... Ah, da ist noch eine Einheit. Weg damit. Los. So, wer schmeißt denn da oben? Das ist noch ein Streitkolbenträger oder sowas, ne? So, weg damit. Alles klar. So, Leute. Meine Samsons sind da und die hauen dagegen. Was kommt da mit Keulenträgern an, bitte? Was? Und immer schön auf meinen König, ne? Schön nerven hier, ja. Mann, Mann, Mann. Immer schön auf den König, das ist. Die sind schon nicht blöd hier, die Gegner. Nein, nein, nein. So, dann auf den... Oh nein, das ist blöd jetzt. Das ist blöd jetzt, Leute. Dass der jetzt hier mit so vielen... Mach den Scheiß kaputt. Immer ist sein Volk in fremdem Land den Top. Die wollen immer auf den König. Das ist wirklich gut, Leute. Ich lasse den hier, den König. Ach nee, Moment, ich hatte doch ein Autosave hier, ne? Moment, der Autosave, der war schon ein bisschen fortgeschritten, ne? Genau, der war ja hier. Gut, dann schick jetzt endlich diesen König nach Hause. Verdammt nochmal. Die wollen immer auf meinen König. Das ist ja, ja. Gut. Mach den kaputt. So. Das wird mir jetzt nämlich zu blöd, wenn die immer meinen König attackieren hier. So. Auf die Messenia, los. Da ist noch einer. Ja, die bauen ordentlich Einheiten, muss ich sagen. So. Alles klar, dann mal los da. Drauf da. Ah. Wir werden angegriffen. Ist wieder dieses... König, geh mal bitte in den Turm rein. So, jetzt mach die kaputt hier, los. Die nerven. So, ja, der will mich angreifen, aber das lassen wir nicht mehr zu, weil ich hoffe, das Gebäude ist hier schneller kaputt, als dass der angeschissen kommt. Ja, zum Glück die Samsons dabei, Leute. Und das sollte doch passen jetzt, oder? Wohlgetan. Dies Dorf ist keine Gefahr mehr für das Volk von Dars. So, und nun? Die danach blühen und gedeihen. Oh. Das erste große Zeitalter der Griechen hat begonnen. Ja, Leute, wir haben es geschafft. Tatsächlich, wir haben es geschafft. Und wir sehen jetzt mal hier die ganze Karte. Geil, geil, geil. Und schaut mal hier, was die Messenier hier alles noch hatten. Die Roten. Die hatten einiges an Schiffen, ne? Und hier noch so ein paar Kriegsschiffe. Ja, die haben wir noch ein bisschen beschädigt, aber... Minoa. Und hier unten, schaut mal an, die... Die hätten wir nicht besiegen können damals, als wir hier, hier uns aufgebaut hatten. Das wäre nie im Leben gut gegangen.
Gut, wir haben uns hier aufgebaut. Das heißt, wir können noch in die nächste Mission reinschnuppern. Sehr, sehr gut. Das speichere ich aber mal unter Griechen. Nur vorsichtshalber. Und ja, dann würde ich sagen, beenden. Und dann können wir in den nächsten Minuten noch kurz... Und jetzt, so Leute, ja, da bin ich wieder. ja, es ist kurz abgestürzt, aber ist nicht schlimm. So Leute, der Trojanische Krieg ist die dritte Mission. Cool, da können wir nochmal reinschauen. Sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Hui, es geht's ab. Die Jahre haben den Söhnen des Pelops Verdruss gebracht. Griechenlands Reichtum ist fast erschöpft. Berittene Krieger aus Thessalien, die Nachfahren von Herakles sein wollen, fordern das Land zurück, aus dem sie vertrieben wurden. Als weitere Schmähung hat die große Stadt Troja Helena, die Königin Spartas, entführt. Agamemnon, König von Argos, hat um eine Beratung mit seinem Propheten gebeten. Eine Ziege soll Athene geopfert und ihr Gekröse gedeutet werden. Aber der König weiß ganz sicher, was die Göttin ihm enthüllen wird. Die Stadt und das Volk Trojas müssen für diesen Frevel büßen. Daher muss eine Belagerung beginnen. Im Erfolgsfall können die Griechen vielleicht ihre Zivilisation mit dem Plündergut der glitzernden Stadt jenseits der Ägäis neu beleben. Ja, ja, ja. Es geht also jetzt gegen Troja, Leute. Ja, wir sehen... Der Trojanische Krieg, 1300 bis 1100 vor Christus, also die Vor-Vor-Vor-Antike. Und ja, wir müssen hier gegen Troja kämpfen und wir spielen König Agamemnon, okay, König von Argos, also hier Griechenland. Ja. Und ja, Tipps, nee, Geschichte, Moment, Geschichte für die, die es lesen wollen. Jetzt blätter ich mal langsam durch hier. Gut, alles klar. Ihr könnt ja pausieren, wenn ihr es lesen wollt. Und da würde ich sagen, starten wir mal direkt. Ich denke immer, es stürzt ab, ey. Ganz ehrlich. So. Hoi. Okay, Cutscene. Agamemnon, Gebieter. Ihr müsst die Opferziege in dem heiligen Steinkreis töten. Nur so kann ich erkennen, was die Götter von euch wollen. Die arme Ziege, also solche Mensch. Niedere Handlungen sind nichts für mich. Einer meiner Edlen soll die Bluttat begehen. Du da links. Genau. So geile Cutscenes, wirklich. Ah. Ja. Ich habe die Zeichen des Opfers gedeutet. Der Wille der Götter ist klar. Ihr müsst nach Sparta, Achaea und Ithaka reisen. In jeder Stadt wird euch der dortige König um einen Gefallen bitten. Akzeptiert ihr, wird jeder dafür an dem Krieg gegen Troja teilnehmen. Sie können Schiffe und Männer stellen. Und jeder König muss euch auf dieser Mission begleiten. Die Zeit ist reif für Rache, Gebieter. Mein Bruder Menelaos ist König von Sparta. Achill herrscht in Achaea. Und der listige Odysseus in Ithaka. Alle drei muss ich von dem großen Krieg überzeugen. Und das alles hat der Prophet aus den Gedärmen der Ziege gelesen. Ja, ja, schon klar. Ihr seid so bescheuert manchmal, wirklich. Aber gut. Leute, wir haben wieder... Oh, wir haben 100 Einheiten nämlich, Leute. Wir haben hier unseren König Agamemnon. Der Olymp spricht. Der Olymp spricht, genau. Und wir haben... Er kann einen Schlachtruf machen, alles klar. Das hier sind Elite-Krieger, Leute. Das ist der Prophet. Der kann Malaria verteilen und Wirbelsturm. Und genau, wir sind nach wie vor in der Kupferzeit. Gut, wir können Bürger bauen. Ah, hier haben wir sogar ein paar Bürger. Gut, wir haben Restpunkte.
Bürgerkostensenkung. Das hört sich doch mal nicht schlecht an, Leute. Die kosten jetzt nämlich statt 50 kosten... Hä? Habe ich nicht die Kosten gesenkt? Naja, egal. Gut. Was soll ich mit denen machen? Ach, genau. Dann würde ich mir sagen, nehmen wir unsere Einheiten mal. Die Welt ist nicht genug. Ja, ja, bisschen James Bond hier, ne? Gut, Leute. Und die Bürger... Machen wir die Spielgeschwindigkeit ein bisschen hoch. Die Bürger bauen hier mal eine Mühle hier drin. Genau auf dem Leichnam der Ziege. Und ja, die restlichen, die können hier mal ein paar Türmchen bauen hier. Einfach mal hier nochmal, um ein bisschen zu befestigen. Und genau, wir können Einheiten bauen. Dann würde ich sagen, mache ich das mal. Hier, mach mal hier 5 Bogenschützen. Wir haben die gleichen Einheiten wie in der letzten Mission. 5 Speerträger und 4 Streitkolbenträger. Und hier würde ich mal sagen, warum kann ich denn keine Hunde bauen? Das ist ja... Diese Hunde... Das ist ja nicht mehr wahr. So, wir haben einen Tempel hier, Leute. Den habe ich in der letzten Mission nicht gebaut, weil ich, ja, nicht auf Religionseinheiten sitze in diesem Spiel. Deshalb, ja. So. Gut, wir können... Ah, wir brauchen Holz, ne? Wir brauchen Holz, Leute, genau. Wir brauchen Holz. Alles klar. Würde ich sagen, machen wir das mal. Können wir nicht auch einen Reiterstall bauen? Wir können einen Reiter bauen, Leute. Sehr, sehr cool. Auch eine neue Sache. Mache ich auch direkt. Aber erstmal hier noch diesen Turm hier fertig bauen. Lieber Bürger. Liebe Frau hier, Frauenarbeit. Oh, schaut mal, wir haben auch Schiffe hier. Wir haben auch Schiffe. Alles klar, wir müssen also auch Kriegsschiffe bauen. Dafür brauchen wir also definitiv mehr Holz, Leute. Wir brauchen mehr Holz und wir sollen hier in diese Dorfzentren also rein. Und die Leute dann von unserem großen Krieg überzeugen. Alles klar. Und hier oben irgendwo ist der Gegner. Ja? So, was muss ich denn als erstes machen hier? Wo ist denn hier die Missionsbeschreibung? Ah, hier kann ich nochmal sehen, was wir hier... Kostensenkung. Bogenschützen. Okay, egal. Bogenschützen ist auch okay, wenn die Kosten gesenkt sind. Kann man sich dann mehr leisten. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, brauche ich mal noch ein paar Bürgerchen, um das Holz reinzubringen. Und dann haben wir auch schon ziemlich viele Einheiten hier gebaut. Und dann würde ich mal sagen, statte ich doch direkt mal... Mit Ausnahme von dem Streitkolbenträger hier. Statte ich doch direkt mal hier mit meinen Elite-Kriegern einen Besuch bei ihm hier ab. So, Leute, dann würde ich sagen... Ah, hier steht es, glaube ich. Genau, Agamemnon, Menelaos und Achill müssen überleben. Achill und Odysseus. Bringen sie Agamemnon in die andere griechischen Städte, um Verbündete für den Krieg gegen Troja zu finden. Genau, wir spielen gegen die Trojaner. Hier, hallo. König Agamemnon, mein Bruder. Ich warte seit Wochen auf Kunde von euch. Troja und König Priamos müssen bestraft werden, weil sie mein Wald geraubt haben. Die legendären Türme von Priamos Stadt müssen fallen. Meine Elite-Krieger gehören euch. Die Welt ist nicht genug. Aber ihr müsst mir versprechen, dass König Priamos sterben wird, damit meine Ehre wiederhergestellt ist. Einverstanden. Priamos soll für sein Verbrechen sterben, oder ich lege die Krone ab. Ich schwöre es. Die anderen Könige und ich geben euch unsere besten Kriege. Ihr müsst sie weise nutzen. Sie sind unersetzlich. Ah ja, okay, cool, Leute. Wir haben 4 Streitwagenbogenschützen von denen bekommen. Cool. Gar nicht mal schlecht. Die kann man auch direkt mal ein bisschen upgraden. Wenn wir dann genug Holz hätten, ne? So. 120 Holz. Meine Güte. Wirklich, wir brauchen viel Holz hier. Alles klar. Den haben wir schon mal für uns, Menelaos. Den haben wir schon mal für uns... Ja. Wie soll man das sagen? Den haben wir für unsere Sache gewonnen. Und wir können jetzt hier rein. Schaut mal. Wir können jetzt hier rein.
Hallöchen, Leute. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen, holen wir uns mal die nächsten Einheiten. Und zwar, die sind hier oben, Leute. Oh, das ist spannend, Leute. Richtig cool. Hallöchen. Du bist hier drin, oder was? Klopf, klopf. Hier, genau, hier. Agamemnon, Gebieter. Welch eine Freude. Natürlich nehme ich am Feldzug gegen die Stadt Troja teil. Meine Schiffe und meine besten Krieger sind euer. Ich bitte nur, dass wir König Priamos Palast niederbrennen und seine Schätze plündern dürfen. Ich bin einverstanden, Achill. Ich gebe mein Wort, dass Priamos Palast zerstört und seine Schätze unter den Königen aufgeteilt werden, die mir folgen. Wir dürfen nicht ohne König Odysseus segeln, Gebieter. Wir brauchen seine überragende Schiffsbaukunst. Nehmt eines meiner Transportschiffe zu seinem Inselreich Ithaka. Die hier also, okay. Alles klar. Ja, cool, Leute. Wir haben noch mehr Elitekrieger bekommen. Sehr, sehr gut. Von dem lieben Achill. Sehr gut. Und er will... Was wollt ihr? Bisschen höflicher geht's aber schon noch, oder? Gut. Die sammeln sich mal alle da. Und... Verfügt über mich. Das hört sich ein bisschen zweideutig an. Aber gut. Agamemnon, alles klar. Und wir haben hier seine Schiffe bekommen. Sehr, sehr cool. Hier unten auch noch ein paar. Cool. Ja, dann würde ich sagen, sammelt ihr euch mal da. Weil hier unten... Moment. Nein. Stopp. Ihre Köpfe werden rollen. Was wollt ihr? Bisschen aggressiv, hä? Gut. Ich würde sagen, wir holen uns noch die Hilfe von ihm hier. Richtig coole Mission am Anfang, ne? Ein bisschen erstmal diplomatisch. Hallo. Wenn das nicht der ehrgeizige König Agamemnon ist. Ihr wollt, dass ich mich diesen größenwahnsinnigen Feldzug gegen Troja anschließe, ja? Meine Männer, meine überragenden Transportschiffe und ich folgen unter einer Bedingung. Kein Tempel in Trojas Mauern darf beschädigt werden. Seid ihr einverstanden? Ihr seid der klügste König Griechenlands, Odysseus. Und ihr wisst, ich kann diese Bitte nicht abschlagen. Ihr habt mein Wort. Die Tempel in Troja sollen erhalten werden. Meine größte Sorge ist die sichere Heimkehr. Werden die Tempel zerstört, wer weiß, was uns die Götter dann antun können. Aber jetzt sollten wir uns auf den Weg machen. Unsere Schar ist vollzählig. Und jetzt, für Ruhm, für Ehre, vor allem aber für Rache, segeln wir nach Troja. Oh ja, so sieht's aus, lieber Agamemnon. Sehr, sehr gut, Leute. Wir haben... 5 von 10, sehr, sehr gut. Leute, wir haben es geschafft. Wir haben alles zusammen, um letztendlich den Krieg gegen... Hier oben. Hier, Troja, Leute. Und wie ihr seht, die sind schon in einem moderneren Zeitalter tatsächlich. Gut, wir können hier... Noch was, Bürger- und Fischerboote kosten sie. 31, uiuiui, das ist schon heftig, ja. Aber ich glaube, wir brauchen in diesem Spiel Fußsoldaten. Bogenschützen, genau, aber dafür habe ich nicht genug Punkte. Infanterie, Schwertkämpfer, ich glaube 25% Angriff ist da ganz gut. So, was sollen wir jetzt machen? Greifen Sie Troja mit Agamemnon und seiner neuen Armee an. Alles klar, aber ich glaube, die Armee hier, die können wir noch ein bisschen vergrößern sogar. So, Menelaos, hi. Gut. Dann würde ich mal sagen, nochmal ein paar Speerträger, ein paar Streitkolbenträger und ein paar Bogenschützen tatsächlich. Und noch ein paar Kriegsschiffe, weil ich glaube, die werden wir brauchen. Allerdings haben wir dafür kein Gold. Wir haben kein Gold, ai, ai, ai. Alles klar, Leute, da ist meine Uhr schon. Jo, das heißt, ja, meine Uhr ist angegangen, das heißt, die Folge ist hiermit zu Ende. Wir haben schon einen richtig großen Teil der Mission hier geschafft. Sozusagen, weil wir brauchten eigentlich nur diese Armee. Und ja, beim nächsten Mal werden wir dann hier oben rüber segeln. Nach Troja und werden mal versuchen, dass wir die hier einnehmen können. Allerdings wird das ein heikles Unterfangen, weil die hier schon ziemlich fortgeschrittenere Waffen haben. Und oi!
Schaut mal hier. Wir haben Odysseus-Transporter. Sehr, sehr gut, Leute. Die würde ich dann am besten nochmal hier hinschicken. Und die sind angekommen. Sehr, sehr gut. Dann lade ich die nochmal kurz hier ab. Schick die Leutchen mal hier hin. Und ja, dann würde ich sagen, liebe Leute, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like oder Abo da. Würde mich sehr freuen. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstag. Und ja, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.